So, und da ist jetzt wie versprochen eins der Spiele. Und zwar hier links läuft gerade das Herren-Doppelhautfinale, beziehungsweise das läuft erst später. Und jetzt habe ich das hier gefilmt. Von dem Pokaltisch aus. Das hier ist Tommy Stärker, der richtig stark gespielt hat. Das werdet ihr in einem anderen Video noch sehen. Das ist das Spiel um den Einzug Platz 4 sozusagen, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, der Verlierer hiervon ist Fünfter geworden. Jedenfalls ist es der Tommy. Der Herr Stärker hier, Tommy, der wirft jetzt an. Und die anderen habe ich nicht hundertprozentig rausgefunden, aber das müssten Lippold Taylor sein, weil der eine heißt Lippi und ich denke mal, Lippold Lippi ist naheliegend. Falls das nicht so ist, tut mir leid, aber ich werde die jetzt einfach nur Lippi und Craig nennen. Das ist der Craig. Und hier der Tommy hat angefangen mit einer 93. So wie es aussieht. Komischer Score. Craig hat eine 85 auf jeden Fall. Und das hier ist der Fabian. Fabian Wunder. Kein Wunder, dass er hier ein Triple trifft, denn der wirft richtig starke Darts. Und das hier ist der Lippi. So, da haben wir alle gehabt. 57 war hier die schlechteste Aufnahme. Da seht ihr schon. Die Jungs, die können schon Daten. Der Tommy hier, der ist auch ja, sehr fokussiert, wie man sieht. Der hat einen sehr einzigartigen Stil, sich ans Oki hinzustellen. Das werdet ihr in einem anderen Video noch sehen. Deswegen poste ich dieses Video auch zuerst, obwohl es nur in Anführungsstrichen Einzug Platz 4, sage ich mal, war. Ich kann euch aber mal kurz nachschauen. Wie viele da dabei waren. 72 Doppel waren es. Also das ist nicht so schlecht. Ihr seht auch, die Automaten da hinten werden nicht mehr bespielt. Also das ist schon eine späte Phase des Turniers. Die spielen schon eine Zeit lang. Die haben schon einige Doppel weggehauen hier. Beide Teams. Jetzt gehe ich mal ins Game wieder rein. Hier ist der Tommy wieder. Totaler Fokus, lehnt sich auch sehr weit nach vorne immer. Das Shirt, das er da anhat, das hat der Phil jetzt. Das hat er ihm geschenkt. Weil wir haben die beiden ein bisschen beobachtet, weil die uns gefallen haben vom Stil her und vom Spiel her. Ja, aber wie mit jedem Dartspieler, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich habe auch schon mit anderen gesprochen, die sagen, was ist der? Es ist einfach eine Momentaufnahme, ne? Und da hat mir das getaugt. So, Triple 19 ist drin, 19, alles klar, 95. Der Triple 19 und 2 19er. Jetzt kommt Lippi, der sucht hier die 19, findet leider die 7 nur. 33er Score, wird etwas abgehängt. Team 1 ist jetzt schon gut vorne, wenn man bedenkt, dass Tommy jetzt auch hier die Darts hat. Ja, und da ist tatsächlich noch die Triple 18. Für 167. Die spielen hier Master Out. Das heißt, das war gut mitgedacht. Hat sich hier ein Finish gestellt. Und hier zweimal die 1. Und doch noch ein Triple. Das kann also sau wichtig sein, ne? Nicht aufgeben, wenn du zweimal die 1 machst. Fokus und rein damit. Was kann Fabian machen? Kann er sich ja nochmal. Ja, kann den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Drei gerade sozusagen. 19, 19, 20. Und Lippi versucht hier ein Triple zu finden. Findet kein Triple. Da ist jetzt der Vorsprung schon 100 Punkte und sein Partner ist auch unten. Das heißt, gesperrt wird er nicht. Triple 1, 1. Ja, und da ist genau, was ich wieder sage. Schön im Konzentrationsmodus geblieben. Schön die Aufnahme gemacht. Der Automat wackelt ein bisschen. Aber steht immer wieder gerade. Wackelt nur beim Rausziehen. So, kann Craig nochmal Druck machen? Ne, da ist die 1. Und da ist kein Druck auf jeden Fall. 140 hinten. Keine Aussicht, den Gegner zu sperren. Fabian versucht jetzt hier den Deckel drauf zu machen, quasi richtig nochmal ranzugehen. Hä? Der Automat hat da kurz komisch gezählt, aber 11 Punkte ist natürlich jetzt nicht, was er dachte. Wenn er jetzt nochmal eine gute Aufnahme hat, dann könnte es nochmal eng werden. Nee. Also wie gesagt, die Jungs hier haben schon viele, viele Mannschaften rausgehauen. Das ist hier. Team 2 ist hier noch einfach nicht im Spiel drin, würde ich mal sagen. Im Gegensatz zum Tommy. Der ist schon wieder im Killer-Modus.
stellt sich hier 48, denke ich mal. Sieht aus wie eine 40, aber müsste 48 sein. Und jetzt kommt der Craig. Der versucht hier nochmal irgendwas zu machen, aber kommt erstmal nichts. So, ist immerhin unter den Score von Fabian gerückt. Wenn der jetzt nochmal eine schlechte Aufnahme hat, dann könnte es nochmal interessant werden. Falls danach sein Partner nicht trifft. So, der hat eine schlechte Aufnahme. Jetzt mal schauen. Lippi mit einer 100, hätte 158. Wäre natürlich Tommy noch lange nicht gesperrt. Macht eine 78. Und Tommy kann jetzt hier ausmachen. Dritte 16. Trifft knapp daneben. 16. Doppel 16 meine ich natürlich. Habe ich aber irgendwie vorhergesehen. Ich habe das Spiel übrigens noch nicht gesehen. Ich habe die Kamera dahingestellt. Und da war ich hinten gesessen und habe beide Spiele irgendwie so ein bisschen angeschaut. Das weniger, weil ich das ja gefilmt habe, sondern mehr das Doppel-Out-Finale. Also das ist hier auch alles neu für mich. Ich weiß auch gar nicht sicher, wer dieses Spiel gewonnen hat. Oh, da ist noch eine 81. Jetzt hätten wir den Fall. Nee, haben wir nicht. Die sind eigentlich noch bequem. Ja doch, er muss ein bisschen runter, weil... Ja, guck, jetzt hat er genau... Er kann jetzt ausmachen. Er könnte jetzt eine 180 ausmachen. Trifft leider die 12, aber es wäre jetzt möglich gewesen. Also da war jetzt nochmal eine kleine Chance da. Und jetzt ist er natürlich nicht gesperrt. Sein Freund hat viel weniger Punkte als die beiden Gegner zusammen. Doppel 8 ist nicht drin, auch wieder knapp. Doppel 4, ui, ich dachte, er wäre drin. Ui, ja. Okay, jetzt kann es nochmal interessant werden. Wenn er jetzt richtig runterkommt. Er kann nicht ausmachen, weil sein Gegner, sein Partner mehr Punkte hat als die beiden Gegner zusammen. Die haben 120, sein Partner hat 130. Ja, und da brauchst du natürlich so eine Aufnahme auf keinen Fall in dem Fall. Er kann eh ausmachen. 116 fängt über die 19 an. Schlau. So geht's nämlich auch. Ja, 103, 111 ginge noch. Aber er ist eh gesperrt. Die sind beide gesperrt. Jetzt geht es eigentlich bloß darum, ob er ausmacht, weil der Fabian gut runtergekommen ist. Jetzt hat er ein bisschen Double Trouble hier. Aber ihr habt vorhin gesehen, alles ein Loch so. Das ist einfach ein bisschen Trouble. Da sind wir dann auch schon in einer ungewöhnlichen Runde für das Niveau, was hier dann eigentlich gespielt wurde. Ich glaube, da steht eine 9. Könnte passen mit 4, 5 mal Doppel verpasst, ne? Dann war er so fünfte Runde auf dem Finish. Circa. So, er hat hier 34 übrig. Fabian kann ausmachen, wie er möchte. 16 für Tops zum Beispiel oder 20 für Doppel 18. Er macht. Es sah aus, als ob er ins Bull geschmissen hat. Er hat zwar die 16 getroffen. Nicht ausgemacht. So, er kann nicht ausmachen, er ist gesperrt. Jetzt haben wir 10. Runde, ja. Tatsächlich, das war 9. Runde. Und ja, wenn sie es jetzt nicht machen, dann hat der Gegner nochmal eine reelle Chance. Doppel 15. Da ärgert sich der Tommy etwas. Er kann jetzt nicht ausmachen, er kann jetzt aber runterkommen. So weit, dass der Gegner ihn eigentlich nicht mehr sperren kann. Zum Beispiel, wenn er 4 Punkte Rest lässt. Weil der auf Nummer 1 dran war, der Tommy, hat ja schon 4 Rest. So, jetzt hat er 4 Rest, jetzt kann er es lassen. Macht er auch, er schmeißt drüber. Es ist nicht verpönt, da hinzugehen und abzudrücken. Ganz ehrlich nicht. Du musst da nicht drüber schmeißen. Jeder glaubt dir, dass du den auch auf den Boden schmeißen kannst. Ja, und so geht es oft. Ne? Sein Kumpel war jetzt nicht mehr gesperrt mit der 32. Und der Fabian sagt, alles klar, genug gespielt, Jungs. Ich mach da mal aus. Ganz, ganz böse. Und Lippi fängt das nächste an und macht eine 95. Die haben jetzt keinen Bock mehr, die sagen, wir wollen jetzt auch mal ein paar Darts zeigen. Macht eine 95. Da ist Tommy wieder. 100 hinterher. Gleich mal Pressure. Gegen Pressure. Und der Craig findet den Triple. Ah, knapp drunter. Na, 5. Hängt sich da ein, der Dart. Spielt Fahrstuhl, kenne ich. Oh, no score am letzten Dart. Der ging irgendwie in die Ritze und wollte nicht.
In die Ritze, aber nicht zur Matrize, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt reden sie vielleicht kurz drüber. Fabian sagt, alles klar, ich mache da mal weiter. Hat auch einen sehr interessanten Wurf. Der sieht von hinten noch krasser aus, denn er nimmt den Arm echt rechts raus und schwingt so durch und ballert dann los. Lippi wittert seine Chance hier. Ne. Hat auch irgendwie, war irgendwann fast so ein bisschen schnell beim letzten Dart gerade. Ne? So ein bisschen eine Art Wegwerfbewegung fast. Tommy hier blitzsauber am Gelenk hinter wie Daryl Gurney so ein bisschen. Viele Dartspieler übrigens. Ich habe auch bei mir gemerkt in letzter Zeit. Es bringt was. Ich weiß nur nicht, ob ich das möchte. Weil ich glaube, das ist eine ziemliche Belastung fürs Handgelenk, wenn man den immer so hinterzieht. Vor allem für die Sehnen vorne. Aber man kann, also ich kann dadurch durchaus gerader werfen, in Anführungsstrichen. Also mehr Pfeile gerade, dass die alle ins gleiche Segment gehen. Also wenn ich die so loslasse wie normal, da gehen die zwar auch super, aber da sind die Nuancen feiner. So, eine 79. Die war in Ordnung. Die hat er auch ein bisschen gebraucht schon. Jetzt kommt eine 59, okay. Sie haben angefangen natürlich. Tommy kann jetzt vorbeiziehen, wenn er eine 40 macht. Einer, zwei, ist vorbei und macht drei gerade ins untere Segment, ist ungewöhnlich. Aber manche Spieler haben das, die werfen eher zu niedrig als zu hoch. Also in Anführungsstrichen zu, halt am Triple 20er Segment. So, jetzt hat die 1 ja völlig unnötig und ist auch mitten rein. Der ist eher auf Kurs. Ja, und der hängt sich ein, zieht es nach rechts und macht eine 1. Das ist immer ärgerlich. Der ging volle Kanne auf dem Pfeil, der in der 20 steckte. Sollte ja auch ins Triple-Segment, aber ist zum Beispiel mal ein Grund, auf die 19 zu gehen, wenn da oben vielleicht zu ist. So, er schmeißt da mal einen drüber. Bonus-Darts für die Gegner. Oh, und den letzten natürlich rein. Weil manchmal brauchst du nur zwei Darts, um zu sagen, was du zu sagen hattest, ne? So. 57 hinterher. Das ist krass, ne? Da machst du mit zwei Darts 80. Bisschen böse teilweise. In die 18 und macht drei gerade, auch wenn alle drei schief waren. Und jetzt muss er eigentlich einen Score machen hier, der Craig, denn er ist da weit hinten und wenn die alle so runterspielen, dann wird er sperren. Ah, und als ob er es gehört hätte, macht er eine 97, aber man sieht, er ist immer noch weiter weg, denn Fabian ist jetzt erst dran. Das war jetzt nichts. Ja, okay. Da ist ein kleines Türchen noch offen. Wenn jetzt Lippi einen ordentlichen Score raushaut. Muss jetzt ein Triple kommen. Nee, hat mich nicht gehört. Bisschen vereiert der letzte. Kratzt sich doch selber am Kopf, denkt sich, was war denn jetzt los? Was habe ich denn da gemacht? Tommy sagt, weißt du was? Ich schaue hier nochmal am Boden und dann knall ich los. Ihr seht leider die Fußbewegung nicht. Aber wie gesagt, ich habe noch ein Video im Köcher. Das zeige ich euch dann demnächst mal. Da werdet ihr den Tommy nochmal spielen sehen im Einzel. Im Einzel habe ich nochmal ein Video von ihm gemacht. Und Craig ist hier unzufrieden. Kann er auch sein, denn eine 27, wo du dreimal woanders hinzielst, ist natürlich nichts. Und mit 270 hat er stehen lassen. Ja, da hat der Tommy sich gerade so nicht in den Finishbereich manövriert. Das hier sieht schon besser aus. Ne? 133. Hier mal ein Signal in Richtung Gegner. Der nimmt das dankend an und sagt, hier klingeln können wir eigentlich auch. Und so ist es ganz oft. Da explodiert einer, da explodieren alle. Ne? Bis auf einen oft. Der bleibt dann ein bisschen hängen. Der ist dann der Fisch am Pokertisch. Ja, nicht unbedingt, aber man sieht das oft. Er macht jetzt eine 60. So. Craig denkt sich, hey, was ist mit euch los? Hier, da hängen mich alle ab auf einmal. 133, 125 und eine 60 von dem, der eh schon vorne war. Was mache ich hier? Ja, mache ich doch eine 100 für 170. Schau, da läuft der Laden dann nämlich. Da läuft der Laden dahin. Auf einmal da hinten hier hat der Barzi gerade geworfen. Die waren auch Spiel um Platz 3, glaube ich, irgendwie sowas. Die waren auch nochmal gut dabei. So, jetzt der 230, weil jetzt wurde erstmal genug gescored. Also ein bisschen Ruhe waren alle. Oh, da hat es auf Doppel. Bisschen höher. Schau. Und so schnell kannst du 95 nämlich ausmachen. Triple 19, Doppel 19. Zack, zack. Da geht es dann ganz schnell mitunter. Oder du spielst 6-10 Split, falls du dir denkst, oh, Doppel 19 will ich mir jetzt echt nicht gönnen.
Dann hast du ein Dart auf Doppel 14 oder auf Doppel 16. Jetzt kommt Effendi 1 hier. Joa. Macht eine 21, ist natürlich nicht zufrieden. Und die 170, die geht, wenn er will. Jetzt natürlich nicht mehr. 21, aber jetzt ein Little Triple nochmal. Nee, macht wieder eine 1. Das ist natürlich ganz bitter in dem Moment. Der Gegner hat 100, er hat jetzt 2 Triple. Naja, egal. Unter 102 hätten sie kommen müssen, dann wäre er gesperrt. Aber er macht auch nicht aus. Er kriegt auch nicht so weit runter. Jetzt haben die nämlich 162, sein Partner hat 148, das heißt, er ist nicht gesperrt, er darf ausmachen. Und macht das auch. Ja, da hätte Tommy, Fabian meine ich, 20 Punkte mehr machen müssen ungefähr. 16 vielleicht sogar nur. Vielleicht sogar nur 15. Dann wäre der Gegner gesperrt gewesen. So haben sie sich gerettet und stecken jetzt die Kohlen ein. Und haben noch ein Game, denn es ist meiner Meinung nach Best of 3. Das heißt, wer zuerst 2 gewinnt, der darf da den Laden schließen. Der Letzte macht das Licht aus. So, Craig wirft an. Ja, dann hatten die also Bull gewonnen, ne? Nee, Simon, da muss ich dich unterbrechen. Ich habe nämlich gerade das Video nochmal angeschaut am Anfang und Bull hat der Tommy gewonnen und der Tommy hat das Spiel auch angefangen. Also, erstes Leg fangen die an, zweites die und drittes fangt eigentlich Tommy und Fabian an. Hier ist ein Fehler passiert und das hätte eigentlich ganz übel ausgehen können. Und jetzt zurück zu dir. So. Angefangen mit der 100. Von Craig. Tommy mit 81. Schwitzt schon etwas. Lippi kommt jetzt. Er sagt, mache ich hier ein Triple, dann geht was. Oh, macht er nicht. Jetzt ist der gesamte Druck auf Fabian. Der muss jetzt natürlich irgendwie nachziehen oder irgendwie so ein Mittelding machen zwischen 80 und... Oh, okay, sowas ungefähr. Oh, 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 oh. Oh! Oder er legt nochmal richtig einen vor und macht eine 135. Das ist natürlich vom Allerfeinsten so. Wenn du mit der 81 gestartet bist, Gegner 100 und der andere 45 und dann macht dein Kumpel eine 135. Fast 180. Das dämpft erstmal die Bemühungen der Gegner. So, der macht auch nur eine 41. Der Craig. Und jetzt kommt hier Effendi 1. Das ist aber, glaube ich, auch eine Kneipe. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwas Fürstliches, Adliges. Der Effendi jedenfalls. Ich glaube, von Karl May kenne ich das. Kann das sein? Macht eine 60, der Tommy. Und da kommt eine 7. Jetzt wird der Wirfter wieder ein bisschen überhastet. Und macht nur eine 29. Da kann er ein bisschen Tempo rausnehmen. Nicht so der Fabian, der ist ganz cool, wenn er die 1 schmeißt. Fährt dann volle Kanne zu 12 und macht eine 33. Aber die geht natürlich, vor allem wenn man gerade vorher eine 135 gemacht hat. Craig kann trotzdem jetzt wieder vorlegen. Der hat ja auch angefangen. Ja, und macht eine 100. Hast du schon gesehen, ne? Das ist der letzte Fall. Der war gut unterwegs, dass der ins Triple geht. Jetzt, Tommy ist vielleicht angestachelt. Mal gucken. Ja, Triple 1, knapp daneben. Ja, ein bisschen Pech dabei. Und wieder der Pfeil, ein bisschen niedrig. Ne? Hast gesehen, der war fast im Bull. Mehr Richtung Bull als Triple 20. Der ist manchmal etwas niedrig. Triple 7, etwas Pech. Jetzt noch. Ja. Triple 7, das war eine 19. Ne? Okay. 2,19 hinterher. 59 ist okay. Jetzt Fabian. Findet kein Triple. Jetzt lass mich mal kurz sortieren hier. 260 zu 360 Team links. Ja, ist noch alles möglich auf jeden Fall. Ja, wenn er jetzt einen guten Score macht, ja, jetzt Triple 19 wäre nicht schlecht. Dann hätte er 180 stehen. Hat er nicht. Hat er nicht gemacht. Wollte sich 167 stellen, 177 stellen, wäre auch gegangen. Jetzt so ein bisschen nicht angriffspackt, so komm, wir machen alle drei gerade, ja, ist in Ordnung, irgendwas über 40. So, will einer jetzt dazwischen stinken? Tja, da wäre jetzt eine große Aufnahme wichtig gewesen vom Lippi, um nochmal hier Druck zu machen auf die 2200er Scores und vor allem Fabian nutzt das knallhart aus, indem er erst trifft und dann eigentlich wieder ein bisschen zurücknimmt. Aber eine 69 macht für 217 und damit vorne ist. Craig kann natürlich jetzt wieder vorbei,
Ist auch vorbei hier mit der 20. 2:14, hat den ersten Score. Aber fängt natürlich auch an. Ja, und muss vorlegen. Und ja, eine 100 ist absolut solide. Macht das hier. Fünfte Runde unter 200 Punkte ist absolut in Ordnung. Das ist, was ich auch so ein bisschen anstrebe. Und Tommy sagt, wisst ihr was, ich habe den Käse gerochen. Ich bin da dabei. Ich mache da mit. Und jetzt hat Lippi natürlich die ganzen Sorgen von vorhin plus ein paar Sorgen mehr. Und jetzt noch viel mehr Sorgen. Und geht mal hoch und macht die Triple 20 auf Anhieb. Wird er sich denken, Mensch, wäre ich mal früher oben gegangen. Ne? Der hat jetzt gleich die ganze Zeit 19 geworfen. Fabian denkt sich, weißt du was, rinn mit die Dinger hier. Bap, 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 kein Problem für mich. Hauptsache irgendwas mit Punkten. Und da hat er auch recht. Denn die beiden spielen natürlich als ihre Score runter. Und der 261er Score von Lippi, den muss er alleine runterspielen. Und der spielt jetzt so ein bisschen gegen die Zeit, dass er sich nicht sperren lassen sollte. Ja. Außer Craig ist so schnell unten. Ja, jetzt wird es interessant. Craig ist auf dem Finish. Wenn die jetzt nicht runterkommen, der Tommy und der Fabian, dann kriegt der Darts auf Finish. Das war die Triple 5. Das war die Triple 1. Das war die 20. Kennt jeder, ne? Kennt jeder. Die zwei unwichtigen Triple machst du und dann in der Mitte batscht drüber. So, wenn er jetzt runterkommt, vom Score her, er muss jetzt ein bisschen runterkommen. Weil jetzt haben die anderen beiden zusammen 279 und er hat 232. Das heißt, 47 reicht hier. Er muss jetzt irgendwie, ja, aber über 19 kommst du natürlich nicht da drauf. Jetzt macht er eine 45 und jetzt ist er nicht gesperrt um 2 Punkte. Da hätte er hochschauen müssen. Wobei bei Gleichstand ist man auch nicht gesperrt übrigens. Also 240er hätten nicht gereicht. 220er. Er hätte über Single Bull gehen sollen mit dem letzten Dart. Ja. Im letzten Dart Single Bull wäre eigentlich die Option gewesen. Er macht jetzt übrigens nicht aus. Das heißt, alle nochmal Glück gehabt. Aber Fabian hätte hier sperren können. So, da ist der Bösewicht, der Effendi. Und stellt sich hier fast ein schönes, schönes Finish. Wobei bei 62 bin ich eher ein Fan von Triple 14 bzw. 14. Aber wenn du die zwei so sauber triffst und der erste steckt dir oben und du bist so schnell und willst killen, dann kannst du gerne auch mal zwei Triple 20 machen. Weil bevor du nachdenkst, hast du ausgemacht. So, eine 47 hinterher ist leider nicht gut genug. Jetzt sind sie gesperrt. Craig wird sich ärgern, außer er macht hier aus. Ui, er macht 112er Finish. Damit wird sich Craig auch nicht mehr ärgern, denn er wäre eh nicht mehr dran gekommen. Er wird sich vielleicht eher ärgern, dass er vorher nicht ausgemacht hat. So, jetzt denke ich mal, die ganzen vier Leute hier tauschen noch ein bisschen Bussis und Fairplays aus. Zumindest, ich habe sie auch gesehen. Wie ihr an den Schatten hier vorne seht, konnte ich aber die Kamera nicht gleich holen, denn hier links spielen die Herren Doppel-Out Doppel. Also Herren Doppel-Doppel-Out Finale. Und zwar ein richtig krasses Finale. Ich habe leider eben dieses Spiel gefilmt, weil ich das schon angefangen hatte und das nicht so schnell geschaltet habe, dass das Finale ist. Aber ich bin auch happy über dieses Spiel. Super Spiel, super Master-Out-Spiel. Und ein bisschen was vom linken Game hier, was ihr jetzt verpasst habt, habe ich noch gefilmt in meinem anderen Video zur Bayerischen Meisterschaft. Schaut da mal rein, da seht ihr zumindest noch das letzte Leg. So ein bisschen die Highlights davon. Also, haut's rein, viel Spaß, Gondel Ahoi, danke für alles, Leute, ich liebe euch, macht's es gut, tschüssi.